So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Call of Cthulhu. Und was soll ich sagen? Wir sind hier gerade im Anwesen unterwegs in der Villa und wir untersuchen es und mal gucken, was wir dabei noch so alles entdecken werden. Weil ich sag mal so, den Tatort haben wir ja in der letzten Folge schon mal erkundet. Und mal gucken, was jetzt hier noch so abgeht. Aha, ist das ein Kleiderhaken? Sieht ein bisschen so aus. Na, wobei, nee, das ist eine Halterung für eine Lampe, ne? Hier fehlt eine Lampe. Beziehungsweise, die ist nicht an. Aha. Komisch. Naja. Okay. Was haben wir denn hier hinten? Nix. Ah, hier haben wir was. Brecheisen. Ein Brecheisen aus der Villa der Hawkins. Es gehört wahrscheinlich dem Verwalter Silas. Oder A Silas. crowbar could prove useful. Was haben wir hier? 20,000 leagues under the sea. 20.000 Another Meilen unter story dem about the See. mysteries of Oder it. unter dem Meer. Eine seltene Ausgabe des Romans von Jules Verne. Ja, gut. Aber wer braucht den Bombs schon, Alter? Was haben wir hier? Ermittlung. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. Ich finde es halt auch immer geil, wenn man dann für solche Spiele dann wahrscheinlich so extra Künstler engagieren muss, dass die einem dann entsprechend geiles Rohmaterial liefern. Weil ich meine, das Gemälde, das muss ja auch erstmal irgendein echter Mensch gezeichnet haben, damit man das hier in einem Spiel abbilden kann. Deswegen, ich finde das mega spannend. Weil ich meine, klar, ne, die Geschichte ist halt ausgedacht Book und es on ist ein hunting Videospiel, whales, aber the island's staple diet last das hat century. sich ja trotzdem jemand ausgedacht, den Rotz hier, ne? Den geilen Rotz. Das sollte jetzt nicht abwertend klingen, aber so, ne, so den, ne, den, ne, die ganzen Stories und alles hier, das muss Dark sich ja water auch erstmal history. einer ausgedacht haben. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Aha. Ja gut, ich bin jetzt schon fast kurz davor, darüber zu gehen in den nächsten Raum, weil mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Ha. Mehr haben wir nicht, mehr gibt's nicht, mehr ist ja nicht. Na gut, gehen wir weiter. Wie viele Charakterpunkte haben wir eigentlich? Fünf, uns fehlt noch einer. Okay. Und Medizinkunde, da fehlen uns noch 2%, bis wir da dann quasi in mittelmäßiger Anfänger sind. Irgendwie so. Schauen wir mal. Was haben wir What could hier? Sarah have done to make this person threaten to call the police? Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger vor dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meine Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt. Aber Sie sollten sie in die Obhut von Dr. Faller geben. Er allein könnte sie zur Besinnung bringen. Sollten sich diese Störungen wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Hochachtungsvoll, Anton Wellard. Let's do this. Beschwerdebrief. Na gut. Oh! Der Blitz. Soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen. Okay, sonst hier haben wir nichts, ne? Nee, sieht nicht so aus. Darunter können wir ohne. Mehr haben wir hier nicht. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier hinten? Da kommen wir nicht rein. Klasse. Hier kommt uns mal wieder eine Ratte entgegen. Da können wir nur rein, wenn wir unser Dingens haben. Eieiei, du. Ja, hier werden wir Hinweise The finden. boys' room. Okay, dann rekonstruieren wir mal, ne? Okay, wir haben hier The eine Charles Armee, die Fort. angreift. From what threat was Simon protecting his world? Beziehungsweise eher eine Armee, die verteidigt und nicht eine, die angreift. Ah, wir müssen auf die andere Seite des Betts. Na gut. Tom Sawyer, Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Ach du Scheiße, die Bilder sehen ja auch schrecklich aus. Was haben wir hier? Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Ja, jetzt geht unser Blick auf die What Bilder. nightmarish vision could have inspired them? Simon's Scheiße. troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Ja.
Uff. Uff, uff, uff. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Das private Tagebuch von Simon. Er schien besorgt über seine Mutter und ihre Anfälle. Es schien auch Spannungen zwischen dem Hawkins-Paar gegeben zu haben. Könnte der Brand das Ergebnis eines Streits gewesen sein? Ha. Das können wir ja mal lesen, ne? Saturday, today with mother, we played in the garden, but she is still sad. I hate it when she is sad. Is she angry with father? Father. Fuck, was heißt denn das? Scared me. He shouted bad. Ah, he shout. Oh Gott, Alter, mir kommt mein Leisen hoch. He shouted loud and wanted to speak, to spank me, but mother did not want him to. He's always angry. Why? There are lots of strange things in this office. I just wanted to look at them. I built a castle for mother and me. I told her to come and hide with me. Aha, wahrscheinlich das, was wir da unten gesehen haben. Wednesday. She's always painting monsters. I don't like her, the monsters. I have bad dreams and they come into my bedroom and look at me. I cry and mother stares at me. Er shouts at me and father says I must take tablets. They are not nice. I don't want to take them. Tuesday. Ich hab das Tuesday als der gelesen. Mein Gott. Tuesday. Mother is screaming again. She cries a lot. Father is sad too and angry with mother. I don't know why. She. Wednesday. Mother is sad again. At lunch we ate in silence. Mein Gott. It was strange. Father said, finished your dishes. We always eat the same thing. It looks like a rotten fish and it smells very bad. Why does he always want us to eat that? It's not very nice. If we have to eat it again tonight, I will throw my plate on the floor and smash it. Ah ja. Das ist natürlich, da hat er seine Straftat quasi schon angekündigt, damit ist er überführt. Herr Richter, bitte sperren Sie ihn weg. So, warte mal hier. Das konzentrierte nichts, wunderbar. Was haben wir hier drüben? Hier drüben haben wir sein Castle quasi. The Wonderful Wizard of Oz. Aha. Ah, und das ist quasi die Burg, so wie es aussieht. Sehr, sehr nice. Okay, würde ich sagen, haben wir mal das Jungzimmer hier sehr schön aufgeräumt bzw. erkundet. Was haben wir hier? Locked. Da komme ich gar nicht erst rein. Klasse, wunderbar. Oh, so muss das. Und hier? Ah, hier kommen wir wieder rein. Fantastisch. Was haben wir What hier? will her room reveal about her? Cool. Ich kann mit Rechtsklick mich nach links und rechts lehnen. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es aber. Haha. So, was haben wir hier? Nischt. 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 Na dann machen wir mal die Tür hier auf. Ermittlung. Komm, bitte geh auf. Bitte geh auf. This Nein! padlock is too complicated for me. Scheiße. Fuck. Mist. Uns fehlt noch ein Charakterpunkt. Nein. Ja, scheiße, weil dann hätte ich nämlich Dingens hier verbessern können. Nicht Stärke, sondern. Ah, doch, hier. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, Türen und Mechanismen aufzubrechen oder in interaktiven Gesprächen Gewalt anzuwenden. Das ist halt, ne? Das wäre halt fett. Das wäre fett, wenn man das schaffen könnten. Vor allem, ich überlege, warum sind wir hier nur bei 40%? Haben wir nicht die Hälfte? Also. Hä? Das ist komisch. Das finde ich komisch, dass ich jetzt hier bei 40% bin angeblich. Egal. Ich hätte jetzt eher. Also halt. Also ich hätte jetzt eher 0%, 25, 50, 75, 100. Oder. Wenn man das jetzt hier als, ne, also dann haben wir das hier 20, 40, 60, 80, 100%. Oder gibt es dann noch die
die heftigste Masterstufe, wo du dann in das, wo du dann erst die Chakren öffnen musst oder so, wo du dann aufsteigst. Also Dienstschlüssel zum Dienstboteneingang. Ja, haben wir ja ein Brecheisen. Klasse. Was ist das? Darkwater. Ja, Polizist und den Typ. Ja, unspektakulär. Orte. Ja, Gärten. Ah, die Villa des Hortins steht an der Spitze eines steilen Abhangs. Im verlassenen Garten befinden sich die Gräber der Familien und der alte Verwalter. Wer bewacht das Anwesen? Verbittert. Und legt noch immer Blumen auf die Gräber seiner früheren Herrschaften. Das ist ein düsterer Ort. Ja, okay. Fähigkeiten. Ja, gut. Meinem Verstand geht's noch gut. Das finde ich sehr schön. Und Traumen haben wir bisher auch noch relativ wenig. Ich meine, gut, die muss man jetzt auch nicht wie Pokémon sammeln. Ja, gut, wow, kommen wir hier nicht weiter, ne? Scheiße. Ist halt auch schwierig, ne? Was verbessert man da jetzt? Keine Ahnung. Ist halt nur doof, dass ich's. Oder. Also. It's no use. The padlock won't give. Ja, aber kann ich jetzt nicht das quasi anwenden? Das Brecheisen? Kann ich das nicht benutzen? Quasi so als einmal Türöffnungsgerät. Weil, so, na egal. Oh, hier sind. Aha. This door is locked. Ja. This door is locked. Ja, dann benutzt doch das Brecheisen. Also, weil ich mein, Charles hat er gebrannt und hat sich verbisst. Und diese Spuren führen ja offensichtlich. Also, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Oh, der Schlüssel zum Büro von Sarah Hawkins war versteckt. Aha. Gut, na dann öffnen wir jetzt mal den Bums. Hallo? It's no use. The padlock. Ach so. Na dann müssen wir hier durch. Hilft ja nichts. This door is locked. Hä, was haben wir denn für einen Schlüssel jetzt? Wo kann man denn den anwenden? Jetzt bin ich verwirrt. Das Büro, der Schlüssel zum Büro von Sarah Hawkins war versteckt. Ja, und wo ist jetzt das scheiß Büro? Hä? Muss ich jetzt hier alle Dinger ausprobieren oder was? Ah, tatsächlich. Hat geklappt. Uiuiuiui. Komm, wir machen ganz schnell hier die Tür. Ja, wir gehen wieder. Tschüss. Zack. Ja, sorry, wir haben nichts gesehen. Wir müssen wieder gehen. Ach, Mist. Na gut. Dann machen wir mal. Hilft ja nix. Ja. Scheiße. Okkultismus. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Vielleicht hat das Simon gesehen. Wer weiß. Scheiße. Na gut. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Aha. Seite 1, links. Januar bis April. 230, 170, 200, 230, 350. Kunde in Boston, Kunde in Boston. FS, JF. Kunde in Boston. Was haben wir hier? Gemälde vor JF. FS, Kunde in Boston. FS, FS, FS. Ausstellung, Dr. F. AD, FS, Dr. F, FS. Der Schlurfer für FS. Geschenk, Behandlung, 1680, 500, 430. Ja, die hat schon gut Kohle damit gemacht. Da kann man, glaube ich, schon gut von leben. Für die Kohle. Wobei, ich weiß natürlich nicht, was die Lebenserhaltungskosten da sind, aber. The last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Interesting, interesting. Despite what happened, they seem to have loved each other. Fate brought us together and forever it will bind us. Ja gut, ich meine, das sind halt Worte, ne? Worte kannst du halt sagen, ne? Ne, Worte kannst du schreiben, kannst du sagen. Süßholz geraspelt, bitte was. Ne, also Worte, ne? Ist halt schwierig, I don't know. The door is blocked on the other side. Okay, ist das die Tür, die von der anderen. Ah, nee, das ist. Ja, das wird dieser Zwischenraum sein, ne? Okay. Ja, gut, aber wirklich mehr. Sarah Hawkins' agent was getting worried.
Seems she wasn't giving any signs of life. Meine liebe Sarah, seit du dich auf diese verlassene Insel zurückgezogen hast, hat deine Kunst mehr und mehr Sammler begeistert. Ich bitte dich, mir ein paar neue Bilder zu schicken. Die letzten, so düster und seltsam, aber auf einzigartige Weise bewegend und anrührend, wurden zu Höchstpreisen verkauft. Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei. Vergiss nicht deinen Freund, der dein Genie zuerst erkannt hat und der Welt gezeigt hat. In Hochachtung, Maximilian L. Brief des Agenten. Also haben wir doch noch was übersehen gehabt. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Aber hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist gar nichts weiter. Da war das Süßholzgeraspel. Da kommen wir nicht durch. Hier ist alles wunderbar. Hier sind leere Gemälde, die noch gefüllt werden müssen. Quasi. Ach du Scheiße. Ist der etwa dick? Das geht ja gar nicht. Das ist Fettshaming und damit bin ich hier raus. Nee, damit will ich nichts zu tun haben. Bradley? Is that you? Oh, da hat jemand die Tür geöffnet. Das ist aber höflich. Hallo, schönen guten Tag. Ich will ganz kurz gucken, ob hier die Tür auch mittlerweile offen ist oder ob ich die öffnen kann. Nein, kann ich nicht. No use. The padlock won't give. Okay. Eine kleine Sache noch, die ich jetzt gerade überlegt habe. Wir haben ja hinten das Brecheisen gefunden, ne? Wobei, ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, wo wir das Millimeter genau gefunden haben. Ich glaube, hier. Es war ja gerade so, dass der Schlüssel relativ in der Nähe von dem Ort war, wo wir es einsetzen kann. Ich überlege halt, ob eventuell man hier in der Nähe das Brecheisen noch anwenden könnte, eventuell hier in dem Raum, aber wahrscheinlich nicht, ne? Ne, hier gibt es ja auch sonst gar keine Türen in dem Sinne, ne? Also von daher ist das, glaube ich... Na ja, gut. Schauen wir mal. Whoop. Hallo. Is anyone there? Rein in die gute Bude. Ist da jemand? Sieht aber alles auch so heruntergekommen aus. Holy fucking shit. Das ist doch niemals in 3 Monaten passiert. Oh. Das ist aber ein schönes Gemälde. Extra nur für uns. Das ist aber cool. Lebt Sarah noch? Das ist nämlich auch noch die Frage, ne? Oh, shit. You! Halt! Stehen bleiben! Den Dieb fangen! Ja, wie denn, Alter? Ich renne, Alter. Wie ein Wahnsinniger. Zack. Bradley, fuck. Did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Den Dieb fangen. Ich habe ja ein Brecheisen dabei, ne? Okay, ja, weit kann er ja nicht sein, ne? In dem Sinne. Schauen wir mal, ne? Hallo, schönen guten Tag. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Okay, hier haben wir nix. Hier haben wir eine Landkarte. Jemand hat auf dieser alten Seekarte auch Koordinaten verzeichnet. Sie ergeben eine Route. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. Ja gut, es gibt ja bestimmt eine Geheimtür oder so. Das sieht ja hart danach aus, wenn ich das mal so sagen darf. Öl aufgefüllt. Der Ölbehälter deiner Laterne wurde aufgefüllt. Das Öl kann an verschiedenen Orten auf Darkwater aufgefüllt werden. Ach so. Aha. Ah, okay, verstehe. Das bedeutet, wir sind da jetzt mal ein bisschen, ich sag mal, ne, eher restriktiver bei der Nutzung dieser Öllampe. Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Ja, auf diesem Foto posieren Charles Hawkins und Captain Fitzroy mit einem dritten Mann. Sie scheinen sich nahe zu stehen. Aha. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins.
It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Ach du Scheiße, wie soll man denn hier mal erkennen? Das ist ja übel. Ist auf der Rückseite was? Nee. Das ist ja richtig übel. Boah. Also hier ist anscheinend irgendein Steg, dann da hinten ist irgendwas. Hier ist ein Plus. Boah, nee, damit will ich mich gar nicht erst auseinandersetzen. Ja, scheiße. Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Ja, habt ihr das auch schon unten rechts gesehen hier, ne? Ja, hier haben wir einen Geheimweg. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Nichts tun. Brecheisen benutzen. With ja, probieren wir es da. I should be able to force the gears. Jawohl! Let's do this. Well done, Pierce. Bams, öffnen. Wuppdu. Üff die Scheiße. Eieiei, wo geht's denn da runter? Das sieht ja wie eine Mine aus, wie ein Minenschacht, oder? Ach du. Eieiei, vielleicht hätte ich das doch mal lieber zugelassen. Tunnel unter der Hawkins Villa. In der Villa der Hawkins enthüllte die Brandstätte ihre Geheimnisse. Pierce und Officer Bradley untersuchten die Villa auf der Suche nach Beweisen für Überlebende, als ein Vermummter in das Atelier von Sarah Hawkins stürmte und ein Gemälde stahl. Nahmen der Detektiv und der Polizist die Verfolgung auf, nachdem sie ihm in das Büro von Charles Hawkins gefolgt waren, entdeckten sie einen Geheimgang. Pierce und Bradley betraten den Tunnel unter der Villa. Secret passage under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. Three seats. So, was haben wir denn hier? Look. Someone's been here recently. Ja, sieht echt so aus, ne? So, was haben wir hier? Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Schauen wir mal. Was ist denn das hier? Okkultismus. The bearer of the mask must have been the leader. What kind of secret society is this? Man muss ja mal sagen, also ein bisschen Stil haben so. Also den möchte ich denen gar nicht absprechen. Was übersehe ich gerade? Ach ja, hier. Ermittlung. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. Ja, verstehe. Kann ich hier noch mit interagieren? Nee. Ah, hier ist noch was. Okay. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Oh oh. Ist sie da vielleicht in irgendwas reingeraten? Scheiße. Spiel gespeichert. Hurra! Okay. This symbol. What does it mean? Eine Reihe von Studien zu einem unbekannten Symbol. Ja, pff, das ist jetzt, ne? Boah. Schwierig, schwierig, Digga. Naja, es ist alles, boah. Wie soll ich sagen, ne? Es ist alles sehr, sehr mysteriös. Ich kann mir dann jetzt noch keinen klaren Reim drauf machen. Oh, was ist denn hier? Oh Gott, ich muss niesen. Shit. Na, dann ist es halt so. Ja, man hat's gehört, oder? Fantastisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, warte, warte. Hopp, hopp, hopp. Wir wollen ja heute noch fertig werden. Okay,
Kommen wir hier durch? Nein. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's got to be other entrances. No. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Okay. Na dann, okay, hier können wir nichts machen, oder? Nee. In die Haupthöhle begeben. In die Haupthöhle, ja, aber wie soll ich denn da hinkommen? Nebenziele. Achso, da rein. Ja gut, das ist halt ein Nebenziel, okay, aber da kann ich ja nicht so einfach rein. Da müssen wir ja schon ein bisschen besser vorgehen. Okay, wir gehen ja mal durch. Mal gucken, auf was wir jetzt hier so treffen werden. Ah, hier. Du. So. Jawoll. Was soll ich sagen? Wir sind hier gut durchgekommen bisher. I'm kind of dreamcatcher. If I touch it, it'll turn to dust. Ja, das wollen wir ja eigentlich nicht. Eigentlich will man ja solche Sachen immer einigermaßen intakt lassen. Ja, ich würde sagen, Bast, oder? Sehr cool, sehr cool. Sehr, sehr cool. Bast. Wunderbar. Ein Traum. Eigentlich machen wir ja gar nichts Schlimmes, aber wir gucken uns hier um. Ui, und wir springen. Ui, und damit haben wir ein CP gewonnen. Woo! Ein Charakterpunkt. Oh yeah, baby. Give it to me. So, was haben wir denn hier? Orte, jawohl, wir haben jetzt hier Villa der Hawkings. Genau, im Büro von Sarah Hawkins gibt es Hinweise auf okkulte Praktiken und zweifelsohne hat eine gewaltige Kreatur Spuren an den Korridorwänden verursacht, die zum Atelier führt. Im Büro von Charles Hawkins hingegen wurde ein Gang zu einem unterirdischen Höhlensystem entdeckt. Ja, ist ja klar. Okkult, ja, hier. Es war auf Papier gezeichnet und in einem Tresor an einem Tunnel unter der Villa versteckt. Das Symbol wurde wiederholt auf das Papier gemalt, jeder weitere Versuch klarer als der zuvor. Okay, ist ein geiles Symbol an sich. Oder kann man auch als Clan-Check verwenden im Zweifelsfall. Hier haben wir den Ritualkreis. Ist die Kreatur noch nicht in unserer Dimension verankert, könnte ein Austreibungsritual funktionieren. Dafür muss die ausführende Person sicherstellen, dass sie das Symbol der Alten in die Glyphen des Ritualkreises integriert. Es ist aber Vorsicht geboten. Die Schaffung solcher Kreise wird nicht immer ausreichend zuverlässig beschrieben. Ja, so ein Mist aber auch, ne? Das ist jetzt scheiße. Es scheint das Versteck eines Kults zu sein. Kaum zu glauben, dass Sarah und Simon direkt über einer solchen Gefahr lebten, ohne davon zu wissen. Ja. Ja gut, das sind einfach nur die ganzen Hinweise. Ich möchte mal die ganzen Dinger hier ein bisschen abarbeiten, damit wir mal so ein bisschen Überblick wieder haben, was wir überhaupt haben. Die verbraucht viel Öl. Löl. Eine Reihe von keltischen Runen. Eine Ruppe gefunden. Und dann, aha. Ja gut, was lohnt sich denn jetzt eigentlich? Psychologie. Ja, pff. Wir haben 10? Hä, wann haben wir denn die bekommen? Crazy shit, Alter. Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall die Stärke verbessern. Also, das auf jeden Fall. Die Chance, Türen und Mechanismen aufzubrechen oder in interaktiven Gesprächen Gewalt anzuwenden. Ja, passt eigentlich, oder? Ansonsten das Überzeugen benutzen wir eigentlich fast mehr, ne? Aber es wäre schon cool, wenn wir Türen öffnen könnten. Ich nehme das jetzt einfach. Experte, Bams. Und damit bestätigen wir das. Ja. Genau. Ansonsten, wir bräuchten nochmal 6 Charakterpunkte. Es ist halt die Frage, wollen wir Stärke halt komplett durchskillen, ne? Oder eher mal noch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ich würde erstmal sagen, ich bedanke mich ganz recht herzlich wirklich fürs Zuschauen. Und ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns einfach wieder im nächsten Part. Machen wir es kurz. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Und ja, jetzt werden natürlich die Höhlen erkundet. Ist ja klar. Mal gucken, worauf wir uns da wieder einlassen. Aber was soll ich sagen?
ich bin gespannt. Also so im Sinne von, wie kann ich es am besten beschreiben? Es ist halt so eine mysteriöse Welt und ich möchte herausfinden, was da abgeht. So in dem Sinne bin ich gespannt. Ich bin gespannt darauf, was da abgeht, was das mit diesem Kult auf sich hat. Und ob das, ne, ich sag mal so, quasi so ein Fall ist oder so eine Sache ist, die rein auf Logik basierend gelöst werden kann oder ob man dafür quasi in dieses Imaginäre gehen muss. So ein bisschen wie in der Mathematik, wenn man imaginäre Zahlen benutzen muss, weil man zu blöd ist, es mit normalen Zahlen zu lösen, so quasi so auf der Schiene. Eieiei. Ja, das heißt, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Tschüss!